Leute, willkommen bei einem weiteren Video von King Performance. Heute machen wir einen M140i, der hat bereits eine Akrapovic Downpipe mit EC-Zulassung und 300 Zellen Cut. Eine Akrapovic Evolution Anlage schon drauf. Ich meine, der Kunde hat auch ein Fahrwerk schon drin. Und der kriegt heute von uns eine Stage 2 Bootmode von den OTS Maps. Das Fahrzeug ist ein Handschalter, also auch sehr selten. Und ja, das machen wir. Wir versuchen Zeiten zu messen, vorher, nachher, wenn es die Verkehrslage zulässt. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Zuschauen. So Leute, M140i, Akrapovic ab Turbo. Also Sound haben wir definitiv. Und 6-Gang handgerissen. Ich würde sagen, wir machen eine kleine 100-200 Messung. Damit wir auch ein bisschen einen kleinen Referenzwert haben, was wir jetzt an Zeit gut gemacht haben und was nicht. Ja, Handschalter ist ja auf jeden Fall schon etwas Besonderes heutzutage, ne? Weil das so selten geworden ist. Also, B58 Motor, Stage 2 Handschalter für M140i. Gerade die E-Mail-Adresse angelegt, euch einloggen. Dann kriegt ihr einen Activation Key zugeschickt. Diesen müsst ihr, nachdem ihr das Fahrzeug angeschlossen habt, das erste Mal und auch nur einmal angeben. Und das heißt, ihr geht auf protuningfreaks.com, auf den Shop, wählt den Motor, den ihr habt, aus, kauft den, bezahlt den, dann geht es weiter. Gebt die E-Mail-Adresse ein und euer Passwort müsst ihr dann auswählen. Und danach kriegt ihr einen Key. Ja, und diesen Key könnt ihr oder müsst ihr einmal angeben, damit das quasi connected ist. Ne? Somit weiß man, alles klar, die Software, die ich gerade gekauft habe, ist jetzt für dieses Fahrzeug mit diesem Activation Key und ist dann über die Fahrgestellnummer gesichert. Wenn wir das gemacht haben, dann aktivieren wir das Ganze. Das kannst du mal zeigen. So, Success. Das heißt, wir haben das jetzt connected. So, jetzt gehen wir, kannst du zeigen. Wir haben jetzt hier einige Maps. Und die können wir uns aussuchen. Wir nehmen Stage 2 93. Das ist wie unser europäisches 98. Das nehmen wir. Wir nehmen aber nicht die Stage 2 Plus, weil wir haben ja hier keine Upgrade-Pumpe drin für den Kraftstoff. So, das heißt, wir gehen. Das ist hier unsere Map. Wir können wählen zwischen die normale Stage 2 oder die aggressive. AGG steht für aggressive Burbles. Damit kennst du dich ja gut aus. Das auch, ist mein, ne? Genau. Mein Type of Map. Dann suchen wir uns die einmal aus. Stage 2, 93. So, geht hier. Hier steht auch Required Hardware, das was wir benötigen. Die Downpipes, die haben wir drin, habe ich schon gerade gesagt. Und dann würde ich sagen, auf Get Tuned. Confirm, ja, bestätigen, seid ihr euch sicher? Ja, wir sind uns sicher. Jetzt wird die zu My Maps transferiert. Oder auch nicht. Doch. So. Und unter My Maps, zack, haben wir jetzt schon einmal den Stock Tune. Das heißt, wir haben ein Backup vom Serienfile. Und das ist auch exakt der Serienfall. Also das ist jetzt nicht nur irgendein Seriendatenstand von dem B58 Motor, sondern das ist exakt der Datenstand, womit das Fahrzeug ausgeliefert wurde. Und dann gehen wir jetzt in die Stage 2. Wir gehen jetzt hier in die Burble-Option rein und gehen dann entweder auf OEM, also Original, OTS, so wie die Maps das vorgeben. Original, OEM und Original ist bei vielen Funktionen gleich. Off, wir können die auch komplett rausnehmen. Für Greta Anhänger. Custom heißt, wir können jetzt ein bisschen individualisieren, indem wir zum Beispiel leicht hochgehen. Ich mache jetzt mal so eine kleine Grundeinstellung. Das ist definitiv nicht zu viel. So, wir haben jetzt die Map runtergeladen. Und jetzt flashen wir die einmal. Also wir sind ja jetzt gerade auch gefahren. Ja. Wir sind gerade gefahren, 100-200 Stock,
Also Handschalter? Stock-Software, Handschalter. 100-200 in 11,5 Sekunden. Wir haben jetzt Wirbels ein bisschen eingestellt, aber nichts Extremes. Wir gucken gleich. Wenn der Kunde möchte, dann, dass wir die etwas noch, sage ich jetzt mal, runterfahren, die Wirbels, dass sie nicht so hart werden, dann machen wir das gleich im Anschluss. So, das hört sich doch schon mal gut an. So. Hier einmal vorne hier raus machen, dann kriegt er ein bisschen besser Luft. Hättet ihr eine Venturi, dann müsste das eh raus. So, dann können wir jetzt ein bisschen besser durchatmen. Und der Piperkost D58 Sportluftfilter sieht folgendermaßen aus. Also du siehst wirklich hier schon, der ist jetzt noch verpackt, ne? Mhm. Dass der deutlich dünner ist, ne? Was sagst du zum Einser hier mit dem? Ja, war gut. Wir haben gemessen einige Male. Wir haben gemessen, glaube ich, 6-7 Mal. Ich habe direkt beim ersten Mal drauffahren eine gute Zeit rausgehauen. Ich glaube 9,5 oder so. Also das sind schon 2 Sekunden schneller als vorher. Ich muss aber dazu sagen, wir sind zu zweit gefahren. 18 Zoll Winterreifen. Dann haben wir noch 2-3 Mal gemessen. Da war auf einmal die Zeit komplett für den Arsch. Habe ich gesagt, okay, woran kann das liegen? Tankrestreichweite 30 Kilometer. Mhm. Das heißt, der hat Luft gezogen. So habe ich gesagt, alles klar. Wir tanken jetzt mal ganz schnell 10 Euro. Das sind 6 Liter, ne? Dann haben zweimal wir Gas geben. Zweimal Gas geben, zweimal Spaß haben. Genau. Dann sind 6 Liter weg. Und haben wir gemacht, direkt wieder eine 9er Zeit reingeholt. 9,7, irgendwie sowas. Und ja, somit sind wir 2 Sekunden schneller. Und dann wollten wir es noch 2-3 Mal probieren, dann hat er wieder Luft gezogen, weil dann waren die 6 Liter wieder weg. Mhm. Das heißt, ja, man sollte schon mindestens ein Viertel Tank haben. Wenn du das nicht hast, dann zieht er Luft. Und gerade mit der Software, die ja viel mehr Kraftstoff fördert, der Sportluftfilter, den wir hatten, und dann haben wir noch diese Öffnung unten da rausgenommen, damit er viel mehr Luft reinlassen kann, da zieht er schon extrem. Ne? Mhm. Also Handschalter macht schon Spaß. Ich habe dem Kunden jetzt gesagt, am besten kommst du, wenn du möchtest, nächste Woche nochmal wieder. Dann fahre ich mit Sommerreifen, wenn du die drauf hast. Ja, dann wird der Tank auch mindestens ein Viertel voll sein. Und dann kann ich da nochmal eine Bestzeit alleine raushauen, würde ich sagen. Also ich denke, so ein Ding kannst du fahren alleine mit Sommerschlappen. Und wenn die Verkehrslage stimmt, irgendwo zwischen 8,9, 9,1, sowas um den Dreh. Das ist realisierbar. Das ist schon krass, dass es nur am Handschalter liegt. Auch. Also ja, du musst ja richtig gucken und reißen, ja, und dann der nächste Gang. Ne? Das ist schon interessant. Und ich habe das jetzt schon 6-7 Mal hintereinander gemacht. Das Fahrzeug wird heiß. Ja. Das reicht jetzt auch so, weißt du? Wir haben jetzt übrigens gerade heute mal 3 M140i hier gehabt. Ne? Ja, da steht krass, schon ne? Der andere. Wir haben dreimal verschiedene M140i da gehabt. Wir haben einmal ohne OPF mit kompletter AK-Anlage und AK-Downpipe, Stage 2, Handschalter. Wir haben deinen da gehabt ohne OPF. Und wir haben jetzt noch einen mit OPF hier als Shadow Edition. Ja, die M140i, die werden auf jeden Fall immer beliebter, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, okay. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.
Und der Henno hat jetzt einige Videos zu schneiden. Dankeschön. Ciao.